Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät zur Vorsicht beim Verzehr dieser Fische, da ein aus drei in Folgewirkung wie Durchfall, Erbrechen, Kopfschmerzen und Krämpfe wurde. Puh, Matcher, du Bastard! Unscoped! Vermutlich durch die Schwerter gar nicht verdaulichen Wachsester, die 90% des Öls bzw. Fetts dieser beiden Fischarte ausmachen, verursacht werden. Und schmeckt er wenigstens lecker, also sollte man den mal einmal gegessen haben in seinem Leben oder eher nicht? Ja, er schmeckt gut. Jetzt, also hier, jetzt steht danach übrigens noch, nach dem Verzehr kann es zu orangefarbenem, öligen Stuhlgang kommen. Bei dir auch, oder? Nee, bei ihm war es braun. Nee, es war auch so orange, aber es war halt, hat halt nicht gerochen oder so. Warum ist dein Stuhl jetzt schwarz? Mein Stuhl ist schon, also pass auf, mein Stuhl an sich ist eigentlich so grünstoffig, grünblaustoffig, aber... Und jetzt ist er braun! nee. Hast du schon mal gesehen, was Öl für Flecken auf Klamotten hinterlässt? Das ist ja, ja dann einfach nur dunkel, also einfach nur schwarz, halt Scheiße. So ölig. Es riecht ja nicht mal! Es ist einfach nur widerlich! Lol. Geht, ey, ich hab grad gegessen, ey. Boah, ja, mein Lasagne, ich hab gar keinen Bock mehr drauf. Schick's her. Ist auch orangeölig. Ja. Anti-Line. Lecker, MB, jetzt hab ich grad den Ausfluss geschlürft. Vielleicht finde ich noch ein Foto von der Farbe des Ausflusses. Warte, ich guck mal eben kurz. Nee, oder sammel den mal vielleicht. LOL, den hab ich nicht geholt! Vielleicht ist es gut gegen Husten. So immer vorm Schlafen gehen, so ein Löffel kommt einer aus weg. Dem Ausguss. Da kommt einer, wenn du rechts. Echt eine gute Idee. Ja. Hey, du wirst gleich gekickt, Marvi, weil du hoppst. Ich weiß nicht, was er meint. Vielleicht meint er auch poppen. Vielleicht fickst du ihn die ganze Zeit. Warum cheatet deswegen? Was ist ein Hop? Springen? Darfst du nicht springen oder was? Ja, keine Ahnung. Bunny Hopping. Ja, was ist Bunny Hopping? Nicht springen, wir Server. Nein. Oh ja, klar, zu. Dann nicht bewegen, Server. Weil es auch nichts mit meinem Rang zu tun hat, wa? Ich finde nicht so. Tut mir leid. Von daher kommt wahrscheinlich auch der Ausdruck, jetzt komm, mach mal Butter bei den Fischen. Scheiße, ich kann nicht schießen, da ist bei mir so zwei Leute und ich muss mich totlachen. Sorry, MP. Scheiße, ich bin tot. Schade, dass es keine Killcam gibt aus der Ego-Perspektive, wäre da lustig, wenn man den Sieg wieder hoch und runter wackelst. Brutal, Alter. Ich habe zwar einen erwischt, aber drei sind vor mir gewesen. Naja. So, ich glaube, ich muss noch mal kurz auf Toilette, entschuldigt mich mal. Warum? Zu viel Butter bei den Fischen. Ja. Ich kann das jetzt euch gerne noch mal erklären. Ja, bitte, ich bitte darum. Aber ich mach's einfach nicht. Mach doch einfach eine Videodokumentation. Ey, vor allem, und wenn du auf Klo sitzt, gell? Und das läuft dann raus, musst du dir vorstellen, das ist wie... Wissen. Nee, das perlt so richtig im Wasser, ja. Und du kriegst es... Und du kriegst es aus der Schüssel hier, aus dem Klo nicht mal weg. Das ist, bleibt einfach nur, du spülst und es bleibt einfach nur kleben, weil es ja Öl ist, weißt du? Es bewegt sich nicht mal. Ja. Es bewegt sich nicht mal! Es bewegt sich. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auf dem Klo bin, gell, muss ich erstmal schönes Klo hier mit Lösung einweichen. Dann muss ich nach 10 Minuten wieder hinlaufen und muss mit der Bürste das wegschrubben. Muss ich mir überlegen, was das für eine Arbeit ist, nur wie ein Scheißfisch. Ey, was ist das Wort? Scheißfisch. Scheißfisch. Ah. Also ich weiß ja nicht, dieser tiefste Abend, der ist schon wieder irgendwie... Boah, überkrass. Ich muss gleich kotzen oder so, ey. Echt? Quatsch. Oh, nee. Die Lasagne liegt mir schwer am Magen, wenn ich aus dem Arschöl denke, oh. Ich sammel's mal und schick's dir zu, da kannst du mal selber dran lecken. Oh ja, machen wir dir wirklich vielleicht wieder gut. Vielleicht ist es ja sexuell anregend. Und du hast wirklich daran gerochen. Na man, also pass mal auf, wenn irgendwas aus deinem Hintern rausfließt, was machst du denn zuerst? Schau, dass ich das wegmische. Okay. Oder mir einen Tampon in den Arsch stopfen. Nee, anders. Hast du gesehen, was da steht? Was denn? Vic, don't do bunny hop, Alter. Weil ich einmal gesprungen bin, oder was? Das ist eher ein Hurenbock. Seine Mutter schenke ich auch noch. Oh mein fucking Gott. Hey, my fucking God. Ich schreibe jetzt gleich, please speak Türkisch. Musst aber noch ein paar Rechtschreibfehler reinmachen, damit du auch würdig Türkisch schreibe ich. Arabisch.
Ah. Arabian Failbop. Junge, deine Mutter. Das habe ich euch von meinen alltäglichen Stuhlgang-Erlebnissen erzählt. Jetzt kommen wir zurück.